Hi, mein Name ist Foxy vom Kanal Foxy Lost und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mission Beautiful. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr braune Augen besonders schön hervorheben könnt. Grundsätzlich lassen sich braune Augen besonders gut mit warmen Erdtönen hervorheben, also gedeckte Töne wie Braun, Kupfer oder auch Anthrazit. Auch Metallic Nuancen wie Gold oder Champagner eignen sich wirklich besonders gut dafür. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich für die Farbe Gold entschieden. Das heißt, ich werde euch ein komplettes Augen-Make-up mit diesen Tönen schminken, passend zum Avon Farbkalender. Denn im Juni geht es auch um die Farbe Gold. Außerdem gebe ich euch noch ein paar Tipps und Tricks beim Schminken. Also wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen Look kreiert habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Wie ihr sehen könnt, habe ich bereits meine Grundierung aufgetragen und starte jetzt sofort mit dem Augen-Make-up. Zunächst verwende ich einen Primer. Das ist der MAC Shadow Attract Eyeshadow Primer in der Farbe Light Beige. Den habe ich jetzt hier einmal auf meinem Augenlid aufgetragen. Das arbeite ich noch ein bisschen bis zu meinen Augenbrauen hoch, damit wir einfach eine gute Grundierung haben für die weiteren Schritte. Als nächstes trage ich einen Artist-Lidschatten auf. Und hier habe ich einmal die Farbe Gold Gleam und trage das hier nur an meinem Augeninnenwinkel auf. Da müsst ihr auch nicht ordentlich sein. Es geht jetzt erstmal nur darum, das Ganze wirklich hier im Innenwinkel aufzutragen. Jetzt starten wir mit der ersten Palette. Und zwar verwende ich das Eyeshadow Quad in der Farbe Mocha Latte. Da brauche ich nur eine Farbe und zwar hier einmal die Nummer 4. Und jetzt habe ich hier so einen Pencil Brush und gehe da einmal in die dunkle Farbe und gehe hier erstmal meine Lidfalte entlang. Das Ganze trage ich dann noch hier einmal am äußeren Augenwinkel auf. Gut an so einem dünnen Pinsel ist einfach, dass ihr euch erstmal die Grundierung auftragen könnt. Das heißt, ihr habt dadurch einfach das Maximale an Pigment auf euren Augen. Und dann geht ihr zum Beispiel mit so einem fluffigen Blending Brush und blendet das Ganze nochmal schön aus. Auch wirklich mit einer ganz leichten Hand und ganz wichtig, es darf kein Produkt auf dem Blending-Pinsel sein. Und das, was ich jetzt einfach machen werde, ich werde aufbauen. Ihr seht, dass durch das Blenden immer ein wenig Pigment verloren geht. Das heißt, ich werde jetzt nochmal hier in die Farbe reingehen, mir das Produkt nochmal hier auftupfen, weil ich hier einfach nochmal mein Auge optisch vergrößern möchte, indem ich die dunkle Farbe tatsächlich hier in meine Lidfalte positioniere und noch so ein bisschen eine Art Cat-Eye machen will. Ich möchte aber kein richtiges Katzenauge machen, sondern nur so leicht angedeutet. Auch hier wieder mit einem sauberen Pinsel oder mit dem ihr vorhin gearbeitet habt, das Ganze nochmal ausblenden. Gerne auch noch oben hin, aber zum größten Teil erstmal wirklich in der Lidfalte selbst blenden. Da gehen kreisende Bewegungen, da geht auch gerne das Streichen hin und her. Da müsst ihr einfach schauen, wie ihr am besten zurechtkommt. Jetzt gehe ich hier nochmal in einen etwas dunkleren Ton. Auch hier wieder aus dem Eyeshadow Quad, aber diesmal die Metallic Nude Palette. Hier trage ich die Nummer 4 auf. Die ist ein Ticken dunkler als der Braunton, den ich vorhin verwendet habe. Und den trage ich dann tatsächlich nur hier auf meinem äußeren Augenwinkel auf. Und blende das auch nicht bis nach vorne. Auch hier könnt ihr wieder aufbauen, wenn ihr das Ganze noch mal ein bisschen dunkler haben wollt. Wieder auftragen und dann einfach verblenden. Nun gehe ich aus der gleichen Palette in die Nummer 3 und trage erstmal mit meinem Ringfinger einmal hier auf meinem Lid die Farbe auf. Damit die Farbe noch mal intensiver rauskommt, nehme ich mir hier so einen flachen Pinsel und sprühe das Ganze einmal mit einem Fixing Spray an. Und das trage ich dann hier einmal auf meinem Augenlid auf. Jetzt möchte ich meinen Innenwinkel hier nochmal ein bisschen heller machen, indem ich die Eyeshadow Duo Ombre Healthy Glow Palette verwende. Hier werde ich den helleren Ton benutzen. Auch hier wieder einmal in das Produkt reingehen und wieder ansprühen. Und da achte ich wirklich drauf, dass ich das Produkt nur an meinem Innenwinkel auftrage und da quasi so eine Art Verlauf kreiere. Als nächstes schnappe ich mir hier so einen größeren Blendepinsel und verwende die Epic Intense Eyeshadow Mini Palette in der Farbe Art of the Nudes. Und da gehe ich einmal hier in den Ton rein. Das trage ich dann hier einmal über meiner Lidfalte auf und verblende auch gleichzeitig alle Lidschatten miteinander, beziehungsweise alles, was über der Lidfalte ist. Jetzt gehe ich nochmal in die Mocha Latte Palette und auch hier wieder den fluffigen Pinsel und trage hier nochmal ein bisschen dunkleren Lidschatten auf, beziehungsweise dieses Braun, um das Final nochmal zu intensivieren, weil beim Blenden und wenn man mit so vielen verschiedenen Farben arbeitet, dann
geht immer wieder Pigment verloren und das muss man sich dann halt einfach immer wieder zurückholen. Auf meinem unteren Wimpernkranz trage ich jetzt eine Kombination aus der Nummer 4 und diesem Ton, den ich gerade in meiner oberen Lidfalte verwendet habe. Und da mische ich das Ganze einfach miteinander und trage das nochmal an meinem unteren Wimpernkranz auf. Dann gehe ich nochmal mit einem größeren Blendepinsel hier drunter und verblende das nochmal ein bisschen. Ich mag das, wenn das am unteren Wimpernkranz schön ausgeraucht ist. Für meinen Augeninnenwinkel verwende ich jetzt die Epic Intense Eyeshadow Mini Palette in der Farbe Metallic Maniac. Und da trage ich diesen Ton in meinem inneren Augenwinkel. Auch hier wieder werde ich das Produkt einmal ansprühen und verwende dazu natürlich dann so einen etwas kleineren Pinsel, um das Ganze wirklich präzise aufzutragen. Und da gehe ich auch gerne nochmal ein bisschen weiter nach vorne. Das vergrößert das Auge optisch auch nochmal. Um meinen Wimpernkranz nochmal zu verdichten, trage ich jetzt hier einen schwarzen Kajal auf. Das ist der Glimmer Stick Eyeliner in der Farbe Black is Black. Den trage ich auf meine oberen Wasserlinie auf und auch so ein bisschen in den Wimpernkranz rein. Also wirklich, dass ich versuche, meinen Wimpernkranz so schwarz wie möglich zu halten. Das verleiht einfach die Illusion, dass man einen dichteren Wimpernkranz hat. Jetzt benutze ich dieses Eyeshadow Duo auch als Highlighter. Und da trage ich das Ganze mit einem etwas größeren Pinsel auf und trage das Produkt auf meinen Wangen auf, also auf den höchsten Punkt meiner Wangen. Hier einmal an die Nasenspitze, an der oberen Lippe. Und das, was noch auf dem Pinsel ist, trage ich auch gerne einmal hier über der Augenbraue auf. Ich finde, das rundet den Look nochmal richtig schön ab, wenn man ein bisschen mehr Highlighter aufträgt als sonst. Bevor ich aber jetzt meine Mascara auftrage, fixiere ich das Ganze. Hier verwende ich das MAC Prep & Set Spray. Ich verwende aber jetzt die Big & Daring Mascara. Das mache ich dann in mehreren Schichten. Wie gesagt, bei so einem Augen-Make-up ist es auf jeden Fall super wichtig, dass die Wimpern ganz kräftig getuscht werden. Jetzt kommen wir auch schon zu den Lippen. Da trage ich jetzt erstmal einen Lip Liner auf. Und zwar ist das der Glimmer Stick Lip Liner in der Farbe Nude. Jetzt trage ich einen Lipgloss auf. Das ist der Plump It Lip Gloss in der Farbe Nude. Und der prickelt ganz leicht auf den Lippen, weil er eben einen Plumping-Effekt hat. Eure Lippen werden aufgepolstert, wenn ihr dieses Produkt auftragt. Ihr spürt auch so ein ganz leichtes Kribbeln. Und das wäre dann der komplette Look. Wie immer habe ich euch alle Produkte einmal in der Infobox verlinkt, also schaut da gerne einmal rein. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!